für die Arbeit in das TV-Dinklager. Ja, bei mir ist Laura Klapphake, frischgebackene OV-Sportlerin des Jahres. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Es ist dein zweiter Titel nach 2010 hier. Kannst du das mal kurz vergleichen? Was ist vor 7 Jahren passiert und was ist heute passiert? Ja, Wahnsinn. Zum zweiten Mal jetzt hier in Vechta, im Landkreis Vechta. Ich habe mich riesig gefreut. Ich muss sagen, 7 Jahre ist doch eine lange Zeit. Es ist sehr viel passiert und ich freue mich umso mehr, dass es dieses Jahr wieder geklappt hat. Kannst du in kurzen Worten beschreiben, was so im vergangenen Jahr für dich und auch für dein Pferd im vergangenen Jahr passiert ist? Ja, letztes Jahr war ein unglaubliches Jahr. Wir haben uns für die Europameisterschaft in Göteborg qualifiziert. Wir waren in Aachen im großen Preis platziert, sind die ersten Nationenpreise geritten und durften auch am Nationenpreisfinale in Barcelona teilnehmen, deutsche Meisterin geworden. Ja, und jetzt dieses Jahr sind wir in den Olympiakader berufen worden und das freut mich riesig. Ja, Olympia ist ein gutes Stichwort. In Pyeongchang laufen gerade die Winterspiele. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir Laura Klapphake 2020 bei Olympia erleben? Also man kann ja auf jeden Fall Träume haben. Wir sind fleißig am Trainieren. Der Weg ist auf jeden Fall ganz, ganz lang. Es müssen alle fit sein und es muss alles passen. Aber wir geben auf jeden Fall alles. Gut, vielen Dank und viel Spaß heute Abend. Ja, bei mir ist jetzt Luke Ios, frischgebackener Sportler des Jahres. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Deutscher Vizemeister, die ersten Länderspiele. Kannst du mal kurz beschreiben, was so im vergangenen Jahr alles bei dir los war? Es ist echt eine Menge passiert. Also das erwarte man am Anfang des Jahres auch nicht, weil davor das Jahr lief auch nicht so gut bei mir und es kam alles sehr plötzlich. Und dann ging es ruckzuck nach oben. Ja, auf jeden Fall. Dann lief es gut in der Liga und dann kommt der Rest auch irgendwann von alleine. Ja. Du sitzt hier in launiger Runde an einem Tisch mit dem Vorstand von Schwarz-Weiß-Ostervereine. Hat es schon die ersten Vertragsangebote in 20 Jahren gegeben? Leider auch noch nicht. Hoffentlich kommen die noch. Finde ich. Also es wird noch verhandelt heute Abend. Hoffentlich. Okay, Luke, danke dir und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke, Leute. Glückwunsch.